Ein sonniges Willkommen zu einer weiteren Runde Gnomoria mit Mods, natürlich mit mir, eurem Sunny. So, neue Aufnahmerunde. Wo war ich das letzte Mal stehen geblieben? Also, was wir machen wollten, auf jeden Fall, war uns tiefer reingraben. Dann eventuell stückchenweise hier so ein bisschen die Mounts hier durch andere Mounts ersetzen, halt den Wert einfach ein bisschen erhöhen. Das wäre halt auch nochmal eine echt gute Idee, muss ich zugeben. Das wäre toll. Dann würden wir nämlich vielleicht dann doch nochmal bessere Gnomen, beziehungsweise mehr Gnome rankriegen. Und dann auch mehr, ja, in der Hoffnung eigentlich endlich mal Kontakt zu dem Bergbau-Kingdom zu kriegen. Gibt es noch einen Grund, warum ich hier den Hebel umgelegt habe? Wir haben den 8. Tag. Also dürfte es eigentlich keinen sinnvollen Grund geben, es sei denn, ich wollte hier draußen bauen, was ich anscheinend nicht wollte. Ich stelle mal den Hebel zurück. So. Bevor wir hier wieder... ich sehe es. Sekunde. Zack. So. Ich will da eine Tür hinsetzen. Das wollte ich machen. Reinforced Stone Door. Zack. So. Das ist der Grund, warum ich das machen wollte. Sehr gut. Hier unten haben wir schon wieder alles leergeräumt. So. Und Tür wird gebaut. Sobald die Tür gebaut ist, können wir dann mal hier umbauen. So, zack. So. Dann geht's hier hoch und... hier wollte ich mal gucken. Genau, ihr habt mir jetzt hier die Warn-Sachen alle gelagert. Sehr gut. Wollte ich nämlich mal gucken, was wir da eigentlich haben. Wir haben doch noch eine ganze Menge Stahl, das ist natürlich sehr schön, aber auch eine Menge Eisen. Okay. Ja gut, Eisen bauen wir ja sowieso direkt um in Stahl eigentlich. Wir sollten ja genug von dem Zeug haben. Genau, also Eisen haben wir hier zumindest nichts mehr. Sehr gut. Es wird sofort umgearbeitet. So. Ja, dann geht's jetzt wahrscheinlich weiter in die tieferen Bereiche hier. Genau, hier hatten wir zuletzt ein bisschen abgearbeitet. Nur hat uns das halt nur sehr eingeschränkt etwas genutzt. Das war so ein bisschen das Problem. Ich kann hier zwar Mithril, was war das hier? Tungsten, also Wolfram. Und hier habe ich jetzt, genau, Orichalcum. Das kann ich zwar alles abbauen, das ist tutti und schön und alles, aber ich kann es überhaupt nicht nutzen. Ich habe keine Möglichkeit, das ernsthaft zu nutzen, weil ich, weil mir halt noch die Erfahrung fehlt, wie ich das umbauen kann. Das ist natürlich richtig nervig eigentlich im Moment. Und da müssen wir halt mal gucken, dass wir jetzt einfach, ja, ich wüsste es nicht anders, wie es anders funktionieren sollte. Wir müssen den Wert unserer Siedlung halt erhöhen, damit wir einfach das nächste Kingdom kennenlernen. Oder wir Glück haben und der das verkauft. Ich glaube, wir haben ja schon, also der andere Händler, der normale Händler, von dem haben wir zwar schon einen Tungstenbarren bekommen, aber uns fehlen auf jeden Fall noch Ulchalkum und Mithril. Na, das bräuchten wir jetzt nämlich noch. Genau. Mithril und Orichalcum. Und dann gab es noch einen. Wer war der letzte? Ich weiß, das habe ich das letzte Mal schon zwei, dreimal nachgeguckt. Muss jetzt noch zu dem nochmal nachgucken. Titanium. Richtig. Tja, müssen wir einfach mal gucken. Gut, dann. Ja, würde ich mich trotzdem weiter einfach ein bisschen tiefer bohren. Dann auch gleich. Also einfach hier, zack, dig down. Und so. Oh, wir haben schon einmal tiefer gebaut. Okay, dann gehe ich hier aber nach rechts, um noch tiefer zu bauen. So. Zack. Okay. Ja, hier hätten wir dann auch wieder
Mithril. Ah, hier hinten wäre Gold zum Beispiel. Gold haben wir sonst nämlich noch gar nicht wirklich. Könnte man sich hier rüber bauen, dann müssten wir hier nur zwei neue Wände setzen. Könnte ich mich hier durchgraben und hier rüber. Denn hier scheine ich... Oh, Diamant. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber hier, das Gold würde ich mir halt gerne mal holen. Vielleicht machen wir dann auch einfach mal eine Goldstatue. Was hindert uns daran? An sich, das Gold selber ist uns nichts wert. Und dann könnte man einfach mal eine Goldstatue daraus machen. Ganz fest dekadent. So richtig, richtig dreist dekadent. Einfach sagen, hey, knallen wir da halt eine... ich mache einfach Raw Stone. Dann sollte der ja den richtigen den Stein hier nehmen, der daneben ist. Einfach, weil er ja daneben steht. Also, weil er gleich daneben liegen wird, meine ich. Kannst du mal weitermachen? So. Zweifach, ja. Okay. So. Gut. Ja, wie gesagt, also ich habe noch nie so weit in Plumeria halt selber gespielt gehabt. Daher muss ich jetzt ganz ehrlich zugeben, mir vergehen so langsam die Ziele aus, die ich erreichen könnte. Also wenn ihr irgendwie wie sagt, hey, cool, mach mal das oder das, sagt Bescheid. Mir gehen so langsam die Ideen aus, wie ich hier weitermachen könnte. Und das würde dann bedeuten, dass ich das früher oder später leider dann ja beenden würde, weil wenn ich nicht weiß, was ich machen soll, dann brauche ich auch nicht weitermachen, leider. Ich habe aber das Gefühl, dass Prison Architect jetzt nicht so richtig der gute Ersatz ist für Gnomoria. Ich werde mal noch gucken, was ich vielleicht noch anderes finde. Und sobald ich was finde, werde ich dann auch, also zumindest werde ich dann natürlich nochmal Bescheid sagen. Aber ja, hinterlasst mir mal eine Nachricht, was ihr eventuell noch sehen wollen würdet oder was ich machen sollte. Und dann gucken wir mal, ob wir das noch nicht umsetzen können. Also im Moment, klar, ich kann hier oben das umbauen, aber prinzipiell weiß jeder, worauf es hinauslaufen wird. Daher bin ich mir nicht so sicher, ob das für euch wirklich so interessant ist. Und ich möchte halt, ich will ja Zuschauer haben, ne? Also das macht schon Spaß mit Zuschauern, mit Kommentaren. Dementsprechend will ich halt schon Sachen machen, wo es halt auch funktioniert. Klar, ich will Sachen spielen, die ich spielen will, die mir Spaß machen, und Gnomoria macht mir Spaß. Aber wenn ich da halt niemanden mehr mitnehme, weil das einfach zu repetitiv ist, dann macht das halt, ja, auch für euch ja nicht so den richtigen Sinn, ne? So, was ist das da eigentlich? Silber? Mal gucken. Beeindruckend. Er hat tatsächlich von irgendwoher Granit geholt anscheinend. Platinum ist das nochmal. Okay. Waren das hier 19er Entfernung? Ne, 18. So. Job, Cancel, das Ding. Und dann Furniture, Torch, einfach einen daneben nochmal setzen. Vielleicht denkt er ja gleich dran. Ja, hat dann, scheint nicht, aber auch nicht so wichtig. So. Ja, aber beeindruckt, da hat er tatsächlich von irgendwo oben Granit oder so mitgebracht. Ne, Marble. Okay. Egal. So. Ja, also wie gesagt, Ziel ist es jetzt dann vor allem von meiner Warte her, hier mal den Wert ein bisschen aktiver zu erhöhen. Und ich denke mal, das kann ich am besten, indem ich jetzt hier mal das Gold abbaue und das dann einfach mal gucke, dass ich das nutze dafür. Mal gucken. Ich denke, das wird am effektivsten sein. Wohl Platinum kann man ja, glaube ich, auch nutzen, ne? Für besonders hohe Werte und so. Ja, also was ich... Ja, naja, es gibt so ein paar Sachen, die ich eigentlich gerne noch machen würde. Andererseits, ja, ich weiß auch noch nicht. Zum Beispiel, was wir eigentlich auch noch machen wollten, ist auf jeden Fall auch nochmal mit Pumpen und sowas rumexperimentieren.
Ja, das wäre vielleicht auch nochmal was. Das könnte ich natürlich auch nochmal jetzt anfangen dann. Mit den Pumpen gucken. Vielleicht stelle ich da einfach mal ein bisschen was her von. Dann gucke ich mal. Weil wir bräuchten ja irgendwelche Pipes dann. Huch. Pipes sind hier nicht dabei. Mal gucken. Hier vielleicht. Zylinder, Blender, Pressure Plate. Wo ist denn das? Mal gucken. Mechanism. Hier eine Pump. Eine Pump. Für eine Pump brauchen wir Mechanism Base und Any Screw. Und wie verbinden wir eine Pump? Aha. Ist gar nicht verbunden. Wir setzen das direkt drauf. Dann pumpt das nur direkt darüber. Ja, ihr könnt ihn erstmal erledigen. Sehr gut. Dann wird das nur. Ich hatte gedacht, man kann dann richtig durch Rohre oder sowas durchpumpen. Mal gucken. Wenn man natürlich nur nach einfach nur eine Stufe nach oben pumpt. Wenn man einfach. Na gut, dann müsste man halt mit einem Aquädukt im Endeffekt in der sowas in der Art arbeiten. Ich müsste dann hochpumpen und dann da nur einen Strich haben, also nur eine kleine Fläche haben, die ich dann weiter pumpe. Das ginge natürlich. Wir könnten ja mal. Ach verdammt, wie mache ich das am günstigsten? Na, dann machen wir einfach mal hier außerhalb ein kleines Experimentbau. Mache ich das am günstigsten? Ja, dann mache ich das so. Ich werde jetzt hier einfach einen Wall-Bereich abgrenzen. Mit Soil-Wall einfach. Was Kleines erstmal. Dirt. Ja, einfach erstmal nur so. Na, das ist mir zu klein vielleicht. Machen wir 5x5 vom Grundbau her. So. Habe ich jetzt irgendwie Mist gebaut, oder? 5. Ach, hier wäre es gewesen. Na gut. Job cancel. Da. Dann werde ich hier nämlich mal so einen kleinen Zusammenfluss basteln. Dann gucke ich mal, wie das dann funktioniert. Wie lange zum Beispiel Wasser braucht, um da rein zu fließen und so. Und hier hätten wir dann genug Platz, um einfach mit Pumpen und sowas mal rum zu experimentieren. Das probieren wir einfach mal. Wenn es nicht klappt, klappt es nicht. Fertig. So, dann Terrain. Dann mache ich einmal. Sag mal hier, kann ich hier einfach mal Dig Down machen? So. Und aus dem Rest mache ich einfach Rampen. Das sieht gut aus. Jetzt müsste ich eigentlich hier daraus auch Rampen machen. Dann mache ich hier nochmal Gelände drum. Ne, nicht replace, sondern wir müssen es jetzt wirklich neu bauen. Dann mal hier Wall, Soil, Dirt. So. Huch. Ja, jetzt willst du natürlich speichern, das ist. Ach, egal. So. Und dann müssten wir eine Stairs, ja, machen wir eine Ramp einfach. Ganz normale Dirt Ramp machen wir hier hin. So, dahin geht nicht, weil da noch keine Wand daneben steht. Okay, dann lass mal laufen. Müssen wir dann warten, bis da irgendwo eine zweite Wandbreite steht, damit wir das machen können. So.
steht gleich einer. Die können wir dann dafür nutzen. So. Gut, das wäre auch okay. Kann ich auch hier hinsetzen. So. Dann können wir den nämlich erstmal machen lassen. Und wenn er fertig ist, dann machen wir hier nämlich auch nochmal so eine Downward Slope. Und nach innen. Und dann müsste sich hier nämlich Wasser sammeln in der Mitte. Und dann gucken wir mal, wie viel Wasser sich da sammelt bei einem normalen Regen und so. Weil an sich regnet es ja gerade, aber bisher haben wir da anscheinend noch kein Glück, dass hier sich was sammelt. Vielleicht muss das sehr groß werden, dieses Feld, was dann nur in... Hier, da habt ihr gesehen. Das ist jetzt aber nur der Boden gerade mal feucht geworden. Mehr ist nicht passiert. Vielleicht brauche ich eine sehr große Menge an Slopes, die dann halt das alles in die Mitte sammeln. Müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass es so reicht, aber wenn nicht, müssen wir da mal etwas größer werden. Ach du Schande, ihr seid alle nicht beschäftigt. Es ist zwar Winter, aber trotzdem. So viele Leute unbeschäftigt. Meiner. Ja gut, der Ambassador da sowieso nicht. Taylor. Ey krass, alle unbeschäftigt. Das ist schon... Okay. Na gut, die Miner könnten wir ruhig wieder beschäftigen. Das ist einfach. Noch ein tiefer hier. Da sammeln wir einfach jetzt mal Gold. Die Woodcutter und so können wir hier mit Torch Building und sowas halt auch mal beschäftigt halten. So. Dann graben wir hier mal ein bisschen Gold raus. Wie gesagt, also Ziel ist jetzt eigentlich in erster Linie für mich, dass ich tatsächlich sage, hey, ich grab hier das Gold raus, weil ich tatsächlich sage, ich will einfach mehr Wert erreichen. Dann stelle ich hier wirklich ein paar Goldstatuen hin. Ja, ob das cool aussieht, weiß ich noch nicht. Andererseits, wenn wir zum Beispiel dann mit solchen Späßen arbeiten, wie zum Beispiel, wir müssten ja jetzt mittlerweile, wie ist denn das? Haben wir nicht mittlerweile ein volles Set, also drei volle Sets Bronze-Armor irgendwie rumliegen? Wir müssten noch drei Sets Bronze-Armor rumliegen haben, oder? Achso, aber die können wir hierfür nicht nutzen, nicht für die Statuen, weil dafür werden ja diese Armor-Equipment genutzt und das ist ja wieder speziell hergestellt, okay. Aber wie sieht es denn hiermit aus? Wir können eine Statue herstellen aus alle möglichen Silber, Lead, Ossite, Tungsten, Knight-Statue könnte man direkt herstellen. Okay. Achso, Elektrum könnten wir auch noch herstellen, ne? Das wäre doch aus Gold und Eisen oder irgendwie sowas. Na gut. Goldbarren hier. Gold Ore. Haben wir hier noch nichts von? Doch, da ist doch Goldbarren. Ach, aber das wird nur Dings sein. Nur, Craft 2. Repeat. So, das war wahrscheinlich nur über die... Sag schon. Ach, Mann. Hier, Sliver. Über die Sliver wurde darüber Gold hergestellt. Und das brauchen wir natürlich schon. Das ist natürlich klar. Aber wir brauchen natürlich nochmal jetzt extra Gold, weil wir jetzt Golderze rumliegen haben. Apropos, wie viel haben wir denn eigentlich? Gold, Sliver haben wir ein paar. Golderze sehe ich hier jetzt im Moment noch gar nicht, aber die kommen dann vielleicht noch. Ach, ich habe nur in den Sliver reingeguckt, ne? Moment. Nicht in die Crate. Wo haben wir es? Contents Ore. Oh, die Schalkum-Ore haben wir einiges. Ne, dann ist das noch nicht, hier noch nicht reingeliefert worden, zumindest. Aber es wird demnächst schon noch passieren. Ah, hier liegt zum Beispiel Gold-Ore. Gut. Und
Dann könnten wir noch, wie hieß es? Elektrum, genau. Gold und Silber zu Elektrum. Das werden wir dann mal probieren. Aber das machen wir dann beim nächsten Mal, denn jetzt heißt es wieder eine sonnige Verabschiedung. Und tatsächlich bin ich gerade angeschrieben worden und werde tatsächlich die Aufnahme beenden. Ich hoffe, ich komme heute nochmal zu einer weiteren Aufnahme, sonst bin ich am nächsten Start der nächsten Aufnahme schon wieder sehr verwirrt. Und das, obwohl ich nur eine, dann habe ich nur eine Folge aufgenommen. Verdammt. Na gut, ich wünsche euch alles Gute und ciao, euer Sunny.